Man of Faith. Jackknife, aber wie konntest du... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Nicht drüber, okay, wieder drüber kommt er. Die Stadt sieht echt hammer aus. Das heißt anscheinend, dass es das war? Sehe ich zumindest richtig? Genau in diesem Part werde ich mit euch... Hat das Game einfach Spaß. Nee, also. Im Ganzen hat es mir eigentlich recht gut gefallen. Auch durch die ganzen Aufreger zwischendurch. Ja. Ich war, wie gesagt, ein oder zweimal echt Monster vor Combat abzubrechen. Entweder lag es an mir oder am Game oder keine Ahnung. Ich bin nicht dran schuld. Und ja, also ich mag das mir sehr gut gefallen, vor allem bis Ende. Und ja. Was ich als nächstes Let's Play weiß ich natürlich noch nicht. Bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was es da sein könnte. Lasst euch einfach überraschen. Und ja, schaut ganz einfach nochmal auf dem Kanal vorbei. Zieht euch auch mal andere Videos rein. Alles über Playlist und ja, ich lasse das ablaufen. Ihr könnt mitlesen, tanzen, keine Ahnung, macht was ihr seidet. Und ja, dann sehen wir, hören wir uns besser gesagt. Damit war's gut. Tschüss. Thanks.
Ridley von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Überwachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt.